Wir werden ein Sharing-Konzept am Schwabinger Tor umsetzen. Das heißt Sharing in sehr, sehr vielen Bereichen. Das wird auch ganz konkret über eine App gelebt, die im Schwabinger Tor jeder Nutzer sich auch runterladen kann. Das bedeutet für uns, dass wir Angebote darstellen wollen wie eine Schwabinger Tor-App, die es ganz einfach macht, mit meinen Nachbarn zu kommunizieren, die das Teilen enthält im Sinne von, ich fahre in den Urlaub, ich habe noch Tomaten im Kühlschrank. Welche meiner Nachbarn braucht, die gebe ich die nach rechts, gebe ich die nach links. Oder ich brauche eine Leiter oder eine Bohrmaschine. Dann schaue ich in die App und schaue, welcher meiner Nachbarn hat denn das. Und dann schreibe ich den kurz und dann hole ich mir das. Für mich ist der entscheidende Part, dass ich nicht nur den Kontakt und die Nähe zu meinen Nachbarn aufbauen kann, sondern dass ich auch meine persönlichen administrativen Probleme in meiner Wohnung lösen kann. Also beispielsweise, wenn bei mir ein Schaden entstanden ist, dann möchte ich natürlich möglichst schnell, dass er abgewickelt wird, und dann melde ich das einfach über die App direkt an die Hausverwaltung, die kümmert sich darum, involviert die Dienstleister, und alle haben einfach Zugriff und wissen ganz transparent, was gerade geschieht. Und gleichzeitig kann ich aber auch zum Beispiel meinen Mietvertrag einsehen, wenn ich mal wieder was nachschauen möchte, und so bietet es für mich einfach das Spektrum, was ich in meiner Wohnung, in meinem Leben benötige, um meine Probleme im Persönlichen, aber auch in der Community zu lösen, und dadurch wird das Ganze so extrem spannend. Ich glaube, genau diese Kombination aus praktischen Features auf der einen Seite und Nachbarschaftsvernetzung auf der anderen Seite wird dazu führen, dass die Mieter die Schwabinger Tor-App auch aktiv nutzen.